Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play UFO. Ja, immer noch in der Rekruten-Terror-Mission. Wir haben jetzt einen kontrollierten und einen durchgedrehten. Und wahrscheinlich auch schon den Üblen, der das verbrochen hat, gefunden. Schauen wir mal. Ach ne, er sieht seinen eigenen. Er sieht seinen eigenen, ja, ja. Okay, aber. Aber da muss irgendwo was. Da. Ach ne, er sieht nur noch seinen eigenen. Ja. Irgendwo wird was sein. Irgendwo muss auch einer sein, da steht schon mal einer so. Der kriegt jetzt ganz manierlich einen Rücken gepfeffert. Jawohl. Und ich hoffe, das hört dann auch mal so langsam auf mit den Attacken. So, einer ist ja kontrolliert von unseren, aber der ist schon unbewaffnet, deswegen keine lassen Gefahr. Wir den einfach auch da. Die Uta Richter mal hier hinten herum. Aha. Nee. Da ist wieder. Ich hab gedacht, das sieht schon wieder unseren. Durch zwei Fenster durch, das kann nicht gut gehen. Ne. Und dann noch einen, geil. Schade. Okay, dann wir brauchen da irgendwie ein bisschen Manpower. Oder Blaster Power. Oder Blaster Power. Oder Blaster. Du musst, ich bin für Blast. Du musst mit der Blaster Power aber über den Zaun kommen, ne? Wir brauchen. Ja, aber du bist ja, über dem Zaun. Wir können einfach an dem Zaun entlang schießen hier, bis hier hoch. Ja, ne? Auf der oberen. Auf der oberen Etage. Dann hinter dem Zaun runter quasi, genau. Genau. Direkt auf dem Ätherer runterkommen. So, dann werden wir jetzt mal hier Rakete feuern. Mal gucken, dass wir hier auf der richtigen Linie sind. Genau. So, weil wenn es dann ein bisschen schief wird, ist nicht schlimm. Wir nehmen uns den letzten Punkt hier. Und dann Dor. Und dann Dor. Dann können wir nämlich am zweiten Punkt runter und so, oder? Genau. Oder gegen die Wand lenken. Nee, nee, lenk auf den drauf. Warte, Rakete in 3, 2, 1, Feuerlutz. Jawohl. Sitzt. Da müsste ordentlich was gekreischt haben. Der Zivilist hat es auch überlebt. Ja, ist nur leicht angeschmort. Okay, der ist weg. Super. Schön, schön. Klick-Klack, nachgeladen, auch schön. Gut. Ja, perfekt. Also, ja. So, dann geht's da weiter. Dann werde ich den Panzer erstmal ein bisschen hier hinter den Zaun jagen. Mal schauen, was da so los ist. Da kommt Feuer. Bitte nicht kaputt machen, meinen schönen Panzer. Ich habe eigentlich auch immer so ein bisschen Lack mit dem Panzer. Ja, ne? Obwohl, der hat schon Hälfte Energie so, jawohl, um den Dreh verloren, ne? Das stimmt, aber ist nicht kaputt. Nee. Ich kenne hier andere Spieler, ne? Let's Player und so. Die fahren mit dem Panzer raus und ist der kaputt. Ach, solche gibt es überhaupt nicht. Da, guck mal, da. Entweder Blaster oder Alien-Granate. Das könnte ein Blaster geben. Ja, wo ist ein bisschen klein, die Explosion. Gut, könnte da hier hinten noch weitergehen, weiß ich nicht. Naja, wir werden es rausfinden. Yep. So. Donald. Aber wir haben ganz schön viele Aliens umgenietet jetzt schon für, ja, schon das, einiges, für, die einiges kleine, für das kleine ja. Feld, sage ich mal, wo wir, was wir erst erkundet haben. Ne? Und ich finde auch, die Psi-Angriffe sind bislang alle sehr glimpflich ausgegangen. Oder gibt es schlimmere Sachen? Da sehe ich das jetzt richtig, dass hier alles Zaun ist? Nee, da können wir lang. Ja, der Garten scheint da clear zu sein. Wen seht ihr noch, einen Kontrollierten da gerade? Oder? Ja. Das wird er sein. Ja, ja. Das ist unser Kollege. Ich weiß gar nicht, wenn die Mission zu Ende ist und der ist kontrolliert, dann ist er aber nicht gefallen. Ne? Dann ist er wieder frei, oh, oder? Keine Ahnung. So. Der Kevin ist dran. Ich finde, für Rekruten geht es noch so einige. Also gibt schlimmere, ja, Sachen. Ja. Seitdem wir diese Explosionswaffen und sowas nicht mehr benutzen, ist das alles ein bisschen humaner geworden. Okay, ich gebe den Zug ab. Da kommt er. Oh oh. Hör mal zu, hier unseren gerade neu aufmunitionierten Blaster. Wollte ich gerade sagen, ne? Wo wir gerade davon reden. Das finde ich nicht cool. Und Panik. Gut. Panik ist besser als hier auf unsere Leute zu ballern. Genau. Ja, das war hier unten. Ja, ne? Genau. Da. So, dann fahren wir mit dem Panzer weiter vor. Da ist er. Sieht er schon was? Das ist der auch. Aber es ist nicht der Psi-Typ. Ne? Glaube ich nicht. Nee, nee. Ich dachte, die können Psi auch ohne. Da, ich weiß es nicht genau. Vielleicht können die das auch. Da. Aber guck mal, da steht noch einer. Können wir noch schießen? Ein, genau. Ah, eins, das steht noch.
Okay, Fahrkarte. Ne? Also ganz knapp. Da steht aber noch. So, Kollege Brat ist dran. Michael. Vielleicht kann's. Boah, das ist aber echt. Ja, ist nicht so gut. Nee, der geht nicht mehr. Aber wen haben wir denn da noch? Gar keinen? Ich hab eine Idee. Zack. Meinst du das dahin, bis da hinten? Also bis dahin schießen kann sie, ob sie das Ding trifft, weiß ich nicht. Ja. Sie trifft. First Shot. Ist in Ordnung, reicht. Ne? Kann man mit zufrieden sein. Das reicht. Gut, ein bisschen laufen kann sie auch noch. Ich glaube, da hinten brauchen wir nicht mehr erkunden. Weiß nicht, vielleicht ist da ja vielleicht schießt er noch zwei, Schnitter drei oder Blaster da rein. Was hat denn da als zweites Alien gestanden? Vielleicht hat da ja wirklich so ein Schnitter nur gestanden oder irgendwas. Der was aushält. Und der zweite war der hier. Ach so. Ne, war unser eigener quasi. Zieh die Uta jetzt mal in die Richtung nach. Ja, was ist denn mit Adam? Der hat vorhin Psi-Attacken abgekriegt. Weiß nicht, ob wir ihm erstmal die Waffe einfach nur auf den Boden legen. Ja, damit losballert wäre uncool. Das wäre sehr uncool. Ja, man muss da so ein bisschen Vertrauen in seine Leute haben, oder? Also ich hätte die Waffe vielleicht auf den Boden gelegt. Und wenn ich dann den Blaster brauche, würde ich ihn eben aufheben. Aber wenn wir kann den einfach auch auf gut Glück hier hinten irgendwo leer schießen. Ja, vielleicht war es das auch, Lutz. Meinst du? Hast ja bald schon die ganze Karte aufgedeckt. Wenn das so sein sollte, war das eine sehr flotte Terrormission. Glückliche flotte Terrormission. Ja, und es ist vorbei. Oh Mann, ey, da sind wir nochmal richtig sauber. Richtig gut rausgekommen. Echt? Ja, getötete Außerirdische 10, tote Außerirdische geborgen 9, von Außerirdischen getötete Zivilisten 1, ja gut, gerettete Zivilisten 11, das gibt dicke Punkte und einen haben wir verloren, okay. Gesamt 573 Punkte und ausgezeichnet. Und wir haben wieder ein paar Leute zu umbenennen. Das wäre schön. Nee, gibt keine Beförderung. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ah, na, das sieht man nicht. Meinst du nicht? Bist du in Wutburg losgeflogen? Siehst du? Ja. Da ist das doch, sind ein paar dabei. Gefreiter. Ja, stimmt, hast recht. Und dann gehen wir mal auf Soldaten. So, ja, die Skyranger-Besatzung hier, da können wir da anfangen. Das ist direkt einer. Das ist einer? Jo. Das ist ein Gefreuder, ne? Da musst du jetzt aber tippen. Ich muss tippen. Ja, ja. Noir LP. Mhm. So, und dann LP. Genau. Beides groß? Ja, ja. Und Enter. Alles klar, Noah, willkommen im Team. So, mal wieder. Gut. Oh, der nächste wird super. Shigeo nicht. Nein, da. Donald. Donald wird zu Schwepp Shady. Doppel-P? Ja, Doppel-P. Groß das Ding? Ja. Nein. Warte. Das ist vielleicht ein bisschen zu groß jetzt. Ach komm, hör auf. Das ist super geil. Ist es aus? Ja. Ist es aus? So. Schwepp. Schadi. So, okay. Genau. Enter. So, wen haben wir noch? Da haben wir noch einen. Donald. Der wird zu Ochs. Doppel X? Jupp. So, und dann Sylvie. Sylvie van der Marcel. Ja, der Birds. Ja. Ja. Okay, wen haben wir da noch? Da haben wir noch einen Uta. Uta Richter wird Telefonator 1. Telefonator. 1. 1 oder römisch 1? Nein, 1. So. Willkommen. Und dann haben wir da, glaube ich, noch einen Adam ganz unten. Siehst du? Adam Day. Das wird der He-Man mit Bindestrich. He-Man. Ja. So? Ja, und Enter. Alles klar. Okay. Ja, Leute, herzlich willkommen. Ist die Liste auch schon fast wieder abgearbeitet? Schon fast, wir sind schon fast wieder unten, ja. Ja, Lutz.
Die Folge geht noch ein bisschen. Ich würde sagen, die machen wir noch ganz. Ja, wir machen hier mit dem Geoscapen weiter. Ne? Ja, wir haben schon lange keine Vergeltungsraumschiffe mehr gehabt. Irgendwie auch keine Abfangraumschiffe mehr. Sehr groß. Ja, sehr groß ist eh nicht. Wutburg. Laserabwehr, Feuer. Plasmaabwehr, Feuer. Vorhin war der Hintergrund immer. Genau, ich war jetzt gerade irritiert, ne? Deswegen muss ich jetzt auch erstmal gucken. Ob das vielleicht jetzt ein Tachangriff ist und was war es Nacht oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber. Auf jeden Fall sind die Farben verändert, ne? Ja. Außerirdischen Entführung, da könnten wir vielleicht von hier aus zumindest mal den Versuch unternehmen. Ne. Ne. Komm, kannst du zurückkommen, ist eh zu lahm. Reparatur, Reparatur. Vergeltung. Kommt ruhig her. Schon wieder ein Vergelter. Feuer frei. So, jetzt sind die Farben wieder. Laserabwehr, Feuer, verfehlt. Plasmaabwehr, Feuer. Treffer. Plasmaabwehr, Feuer. Treffer. Raketenabwehr, Feuer. Treffer. Fusionskugelabwehr, Feuer. Treffer. Ich bin zerstört, ja, das war klar. Also weil da ein Müll rumliegen muss, ne? Ja, die Leute da, die müssen dann jeden Tag 5 UFOs zusammenhaken. Regnet Blech. So. Ja, Großkön. Da ist irgendwo ein Stützpunkt. Ist verschwunden. Sollen wir mal gucken, ob da einer ist? Ja. Mal so hier so scouten. Oh, wir hatten sogar erwischt. Hier ist ein ganz kleines. Ja, ja. Schön zerstört. So, okay. Nee, irgendwie kein Stützpunkt. Wo willst du hin? Homeland! Oh oh. Plasma, Feuer, Treffer. Es ist keiner da, Plasma, weil das Feuer, Ranger Treffer. Draußen ist. Plasma, Feuer, Treffer, UFO zerstört. Glück oh, gehabt. Oh, oh, oh. Komm, ich bring dir mal lieber wieder zurück zum Stützpunkt. Weil so ein Stützpunkt kann ja auch zerstört werden. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist tatsächlich so. Ja, Wutburg schon wieder. Mein Gott. Laserabwehr, Feuer verfehlt, Plasmaabwehr, Feuer verfehlt, Plasmaabwehr, Treffer, Raketenabwehr verfehlt, Fusionskugel, Feuer verfehlt, Gravitationsschild, Laserabwehr, Feuer verfehlt, oh oh, Feuer, Treffer, Plasma, Feuer, Treffer, Raketenabwehr, Feuer, Treffer, Fusionskugelabwehr, Feuer, Treffer, UFO zerstört. Boah, das war der letzte, was ging. Letzten End, ey. Schon wieder. Homeland. Oh, das ist das. Feuer verfehlt. Plasma, Feuer verfehlt. Plasma, Feuer, Treffer. Fusionskugel, Feuer verfehlt. Plasma, Feuer, Treffer. Gravitationsschild, Plasma, Feuer, Treffer. Wird zerstört. Scheint nicht schlechter zu sein, die Verteidigung da. So. So, ein Abfangjäger dahin. Und den anderen. Ja. Homeland wieder anklicken? Homeland anklicken? Ja. Den anderen Abfangjäger abbrechen, bitte nicht dahin, sondern auf den da. Ja. Wer war mit fertig? Ja. Das ist die behebende Gefahr. Haben wir wieder was für. Oh, der Avenger ist mal wieder bereit. Komm. Ja. Vergeltung. Auch da wissen wir wieder. Wutburg. Laser, Feuer, Treffer. Plasma, Feuer, Treffer. Plasma, Feuer, Treffer. Raketenabwehr, Feuer, Treffer. UFO zerstört. Ja, war klar. Homeland wird direkt auch nochmal angegriffen. Plasma, Feuer, verfehlt. Plasma, Feuer, Treffer. Plasma, Feuer, Treffer. Fusionskugel, Feuer, Treffer. Außerirdischer Terror. Schieß es ab. Mach es kaputt. Komm, go, go. Hol's dir. Nein, oh. Vergeltung. Vergelter. Wutburg mal wieder. Laser, Feuer, verfehlt. Plasma, Feuer, Treffer.
Plasma, Feuer, Treffer. Raketenabwehr, Feuer, Treffer. Fusionskugel, Feuer, Treffer. Gravitationsschild, Laser, Feuer, verfehlt. Plasma, Feuer, verfehlt. Plasma, Feuer, verfehlt. Raketenabwehr, Feuer, verfehlt. Fusionskugel, Feuer, Treffer, UFO-Sicher. Aber Lutz. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende deiner Folge. Schön. Verdammt nochmal, weil wir hier die psionische Gedöns endlich fertig. 20. Dezember haben wir. Ja. Ja, am Ende einer Folge. Wir gehen mal auf den Stützpunkt. Genau. Und beenden die Folge offiziell. Ja, wir bedanken uns fürs Zusehen, wie immer. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter, wenn es wieder heißt Let's Play UFO. Ja, verschwörte UFOs. Ja. Bis dann. Ciao.